Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem wundervollen neuen Video auf diesem Kanal. Heute schon wieder Naruto Ultimate Ninja Heroes 2, der Fatten Fortress. Und ich muss sagen, laufen direkt weiter. Und es heißt jetzt erstmal wieder die nächsten Runden. Die sind relativ langweilig. Es kann sein, dass ich in Zukunft vielleicht auch ein paar in der Aufnahme überspringe, ein paar Ebenen. Aber das werden wir dann sehen. Benutze deine Marken am Spielautomaten. Drück die Unten-Taste, um die Walzen zu drehen, und stoppe sie dann mit den Tasten Viereck, Dreieck und Kreis. X-Taste zum Start drücken. Ja, das ist ein Glücksspielautomat. Glücksspiel macht süchtig, also lasst es lieber. Danke. Und man gewinnt so oder so nie. Also nie wirklich viel. Eigentlich verliert man mehr, als man gewinnt. Genau das meine ich. Ach komm schon. Entweder gibst du mir jetzt genug, dass ich in Punkte umwandeln kann, oder du gehst nach vorne. Okay, das hatte ich bisher noch nie. Obwohl, das wäre glaube ich gelegen. Ich glaube, ich mache sowas schon mal als Kind. Aber das ist interessant. Okay. Die tausche ich gerne um. 24 Punkte, her damit. Macht es keinen Sinn, weiter zu spielen. Okay, das war ein sehr schlechtes Beispiel für solche Switch-Spiele. Egal. Lasst auf jeden Fall die Finger davon weg. Und lasst es wieder knacken. Oh Mann, kriegen wir überhaupt in den Schriftbank. Na, kämpfen wir mal mit Shikamaru. Ich weiß gar nicht mal, was er eigentlich alles drauf hat. Das auf jeden Fall. Oh, okay. Oh, habe ich jetzt Glück gehabt. Komm her, dann kann ich dich mit meiner Ulti treffen. Ich liebe das in dieser Map. Shadow Strangle Jutsu! Man kann so leicht die Gegner da reinlocken. So, das ist ein Fang. Haha, okay. Das war funny. Oh Mann, wie weiß ich denn nochmal aus? Ich weiß, dass das mit dem Ausweichen auf jeden Fall funktioniert wie im ersten Teil, aber irgendwie geschieht es. Das hat jetzt funktioniert. Aber keine Ahnung wie. Oh Mann, ich könnte eigentlich mal hier Befehlsliste. Ne, ich glaube, das sind halt nur die normalen Angriffe von Shikamaru momentan. So, Blocken, Item will, Item nutzen, Springen, Doppelsprung, Sprint, Zurückspringen. Ah! Sobald Gegner okay, wieso hat das bisher nicht wirklich funktioniert, obwohl ich die Taste zum richtigen Moment gedrückt habe? Okay, what a drag. Wenigstens funktioniert das immer. Shadow Strangle Jutsu! What a drag. Never come back. So easy ist es gegen den Bot. Zumindest am Anfang. Dann mal weiter. Und wie ihr sehen könnt, da an der Seite von dem leeren Raum in Richtung zum Schatzbaum ist so ein, ja, mehr oder weniger durchstrichener Part. Das ist im Prinzip für das Biakugan. Da braucht man dann das Biakugan, um durchzukommen. Also Fähigkeiten, dann Biakugan, kann ich das frei machen. Kann ich das auch gleich mal. Kann ich gleich in den Schatzbaum noch gehen. Ich weiß nicht, ob ich die Items noch brauchen werde. Obwohl doch, eigentlich weiß ich, dass ich sie nicht brauchen werde, aber das ist egal. Wir können auch solche Angriffsschriftrollen drin sein und sowas und ein bisschen boosten, wieso nicht. Okay, das ist echt ewig so. Merken wir uns das mal. Na Leute, welcher ist der echte? Natürlich der in der Mitte. Oh Gott. That's too easy. Okay, haben wir das nochmal geklärt. Oh Mann. Ernsthaft jetzt? Oh, wonderful! Versuchst du es überhaupt, Ebisu? Ah, ab in den Schatzraum und erstmal den Schatz schnappen. Windschuriken und Angriffspillen. Also Nahrungspillen. Geben aber einen Angriffsboost. Aber nur im Kampf, also. So einen generellen Angriffsboost wäre mir eigentlich lieber. Und wir müssen jetzt ein paar Doppeldinger machen, weil ich die Schriftwand loswerden will. Alright. Wenn ich die schnell loswerde, haben wir mehr Kampfräume. Und Kampfräume sind spannender. Eindeutig. Also im Prinzip ist das Mugenjo einfach nur ein Modus, also eigentlich der Story-Modus mit ganz vielen Minispielen, die eigentlich sich andauernd nur wiederholen. Das sind, wie gesagt, nur dieselben 6 Räume, davon einer ein Kampfraum ist, der vielleicht ein bisschen interessant ist, weil es ist ein Kampfspiel, natürlich möchte man darin kämpfen und halt ein paar nette Minispiele, aber wird eigentlich relativ schnell langweilig. Also meiner Meinung nach zumindest. Deswegen werde ich wahrscheinlich später auch ein paar Ebenen überspringen. Aber jetzt hier am Anfang kann ich euch das noch sehr zeigen. Ich glaube nach Ebene 15 oder 20 oder sowas werde ich dann mal ein paar Ebenen überspringen. Bis halt wieder ein Traumaraum kommt oder sowas, wenn es interessant wird. Ja, mal gucken. Werde ich dann sehen. Also ich werde das sowieso alles generell aufnehmen, das werde ich dann im Schnitt dann entscheiden. Könnt mir ja eigentlich auch mal in die Kommentare schreiben, ob ihr lieber alles sehen wollt, ob die langweiligen Parts oder ob ich wirklich die Ebenen überspringen soll bis zum Trainerraum oder sowas. Also schreibt's ruhig in die Kommentare, ich würde mich sogar freuen. Und ich sollte vielleicht auch ein bisschen aufpassen, dass Abwechslung kommt und nicht wie jetzt zum Beispiel die ganze Zeit für Doppeldinger-Räume. Aber meistens ist das relativ random, was ich für Schriftrollen krieg. Später kann ich zwar auch Schriftrollen kopieren und so einen Quatsch, was ich eigentlich jetzt schon machen könnte mit Shikamaru, aber... Whatever. Wird schon. Macht trotzdem gewissermaßen Spaß. Sonst würde ich gar nicht spielen. Ich weiß noch, wo ich das erste Mal gespielt habe, habe ich das von einem Kumpel ausgeliehen gehabt. Und habe das dann erstmal die ganze Zeit gesuchtet, damit ich ihm das Spiel wiedergeben kann. Das Spiel hat schon super Spaß gemacht. Und macht es auch eigentlich immer noch. What's going on here? I can't see anything. Who's that? Ich weiß, wer es ist. Hallo Kiba. Kiba? Oh nein, Leute, er ist keine Illusion. Das ist der echte Kiba. Something's wrong with him. Is he an illusion too? Also echt Sakura. If so, I'll flatten him. Naruto, wait! Hinata! That seems like the real Kiba. Ja, das Biakugan lügt nicht. Real Kiba? So why does he look so weird? I wish I knew why. His chakra flow is so turbulent. Skip it. There's no time. Ja, er wird gewissermaßen kontrolliert, könnte man sagen. Ah, mit Sakura habe ich noch nicht gekämpft, also machen wir das auch mal. Ja, natürlich, das geht schon. Oh, falsch, das geht schon. Das wollte ich. Natürlich. Ja, dann eher das. Komm schon, Kiba. Ich glaube, mit Sakura sollte ich ein bisschen üben. Obwohl, eigentlich ist es gar nicht so schwer, nur stelle ich mich gerade ziemlich blöd ab. Ernsthaft jetzt. Dann halt eben so. Jetzt kommt die richtige Sakura. Und ich bin im Ultimativmodus. Im Prinzip Charaktere, die halt keine besondere Eigenschaft haben, wie zum Beispiel ja, Naruto, Sasuke, Lee und sowas, die haben im Prinzip einfach nur den Ultimativmodus als Bonus, damit sie halt irgendwas haben. Weil sonst werden sie ja, werden die Charakter ja im Nachteil und so sollte man dann spielen. Ja? So muss das sein. Schön Kunai in die Fresse geworfen. Sieger S1, Sakura, hallo noch. What? Naruto? What are you doing here? Did he break the spell? Was heißt hier Spell? Ich hätte gedacht, hier gibt's Jutsus und keine Zauber. Yes, it seems so. Useless. Da ist die Prinzessin ja wieder. Oh, Joe-sama. Come on. He's a ninja of the Hidden Leaf Village and that's the best he can do? Who are you? The freaky masks don't frighten me! Ja, vor der Maske brauchst du wirklich nicht so viel Angst haben. Die Maske kontrolliert die Lady ja nur. Ups, sorry für den Spoiler. Obwohl, ganz stimmen tut das auch nicht. Ja, egal. You're also a ninja of the Hidden Leaf Village. Natürlich kann nur ein Konoha-Ninja nur von einem Konoha-Ninja besiegt werden. I fell unconscious. That means it's you, huh? You're the one who messed up Kiba. Gepiesackt. I'll never forgive you. Never. Und weg ist sie wieder. Oh, she disappeared. Sakura, that girl is. Yes, she is. I think she's Princess Dusk. Princess Dusk? So is she the one who pulls the strings in this castle? Ja und auch irgendwie nein. Also überwiegend ja. Yeah, her mask and outfit. They match what Lady Tsunade said. It must be her. Oh man, then I can't let her get away! Oh, ich wünschte, ich könnte dieses Spiel nochmal Line spielen. Ich glaube, das wäre viel besser, viel cooler. Kiba, you sure you're all right? I don't like getting knocked out before I can put up a fight. It's payback time. Ja, die meisten Naruto-Spiele habe ich schon durchgespielt, beziehungsweise die meisten Naruto-Spiele haben einfach nur die ganz normale Naruto-Story. Das ist irgendwie lahm. I like your attitude. Deswegen mag ich zum Beispiel den zweiten Teil, weil er halt seine eigene Story hat. Und auch Naruto Shippuden Ultimate Ninja Heroes 3 hat ja auch, fängt zwar mit der normalen Story an, aber zwischendrin kommt im Prinzip eine eigene Story noch mit drin, mit rein. Mit ehemaligen Konoha Anbu und so ein Quatsch. Das ist eigentlich auch ganz cool. Ah, Heilkraftraum. In dieser Heilungsstufe werden Gesundheit, Chakra und Fähigkeiten wiederhergestellt. Hier kannst du auch den Teammitglieder ändern. Mitglieder, die nicht als Teammitglieder ausgewählt sind, begleiten dich, können aber nicht im Kampf antreten. Sobald du ein Team organisiert hast, kannst du die Mitglieder bis zur nächsten Heilungsstufe nicht mehr ändern. Wähle also sorgfältig. Ja. Und ich glaube, ich werde Kiba gleich auch sofort ins Team nehmen. Ja, und bearbeiten. Shikamaru natürlich, dann Naruto, Kiba und Team Attack, Sakura, das ist nutzlos, so wie immer. Ja, verlassen. Ja, Raum verlassen. So. Oh Gott. Da machen wir nochmal einen Mikrofon. Und ich glaube, ich sollte gleich mal die Kampfschriftrolle verdoppeln. Eine Kampfschriftrolle. Nächsten Raum verwenden. Okay, was bekommen wir? Oh, Übertreibung. Sowas hasse ich. Wenn die Pfeiltasten noch nicht reinkommen, wird das ziemlich nervig. Viereck, runter, Kreis, rüber. Viereck, runter, Kreis, rüber. Viereck, runter, Kreis, rüber. Okay. Haha, Kudis. Ich mag die Musik von dem Spiel auch. Ups, das ist kalt. Oh, ich will direkt in den Schatzraum gehen. Tausend Schattenschuriken, 3-mal erhalten und Schrift Instant Körper. Im Prinzip eine Teleportationsschriftquelle. Kann man sich hinter den Gegner teleportieren mit. Aber nur hinter. Und da könnten wir zum Beispiel auch noch einen kleinen Update nehmen, aber das wäre ziemlich irrsinnig. Warte mal. Auch zeige ich euch gleich mal die Fähigkeit von Shikamaru. Ich wähle jetzt die Kampfschriftrolle aus und die Nimpo. Okay. Und dann wird der Kampf auf die Nimpo kopiert. Haben wir 2 Kampfschriftrollen. Oh, ich brauche doch ein bisschen mehr. Ein Bombkörperraum. So, dann wird jetzt erstmal direkt mit Kiba gekämpft. Und direkt wird hier rein. Wolf, man over bang! Piece of cake! Und Kiba hat im Prinzip auch seinen eigenen Modus, der hat auch keinen Alternativmodus, sondern Nahrungspillenmodus. Weil, ja, Anime und so, da hat er eben sich mit den Nahrungspillen geboostet gehabt im Kampf. Und das ist jetzt in dem Spiel im Prinzip sein Markenzeichen. Man Beast Transformation Combo! Two-headed Wolf! Wolf Man over Bang! Piece of Cake! Ach man. Ich liebe diese Ulti. Das hört sich noch ein bisschen zu früh ein, Emma. Dann geht die Aufnahme schon. Wow, schon wieder 20 Minuten. Das geht's aber schnell. Ah, dann würde ich sagen, noch ein... Okay, immer noch einen Kampf, immer noch einen Kampf. Da bin ich die Folge. Versuche die Folgen eigentlich nicht so lange zu halten, aber man kommt halt nicht so schnell voran dann. Aber ich muss Kibas Chakra wieder aufladen. Och Mann, ich hasse das. Tschüss, Sakura. So macht man das. Schön, um die Stacheln zu werfen, weil die Bots laufen immer einzeln mal zwischen das rein und dann kann man sie sehr leicht mit der Ulti treffen, dass sie dann nicht blocken können, falls sie eben getroffen wurden von den Stacheln. Und man kann den Gegner so auch ein bisschen auf Abstand halten, was auch sehr vorteilhaft ist. Aber gegen einen normalen Spieler bringt das jetzt nicht so viel. Klar hätte es ihn vielleicht ein bisschen... Und der Kuba. Zack, erstmal geregelt. Noch mehr drüber? Nein, nicht so. So, und tschüss. Flieg schön nochmal aus der Arena. So muss das sein. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Und ich würde sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal.